Herzlich willkommen und es freut mich, dass so viele da sind. Ich habe damit zwar gerechnet, aber ich möchte den Herrn Kleiber auch begrüßen, unseren dritten Bürgermeister. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Unseren Vorstand von Kirchheim da, die Frau Petra Meier. Auch schön, dass du da bist. Sandra Feuerstein, die vom Bayerischen Fußballverband da. Ja, und meine Mädels von der Damenmannschaft, die unterstützen leider nicht alle, aber ich denke, es passt. Und natürlich auch unser auch Trainer und der zukünftige Cheftrainer von der Damenmannschaft. Fußball, das ist nicht nur was für Jungs oder Männer, sondern das ist genauso was für die Mädels. Und ich hoffe, es macht euch Spaß heute. Ihr strengt euch an, damit ihr die an der Kandare haltet dabei. Ja, ich bin jetzt hier beim KSC, beim Aktionstag für Frauenfußball. Neben mir steht die Alexandra Feuerstein vom Bayerischen Fußballverband. Was ist Ihre Aufgabe hier, Frau Feuerstein? Ich bin beim BFV verantwortlich im Bereich Bezirksfrauen- und Mädchenausschuss für die Veranstaltung im Frauen- und Mädchenbereich. Bei unserer Nationalmannschaft gibt ja ein gutes Vorbild. Animiert es auch die Mädels, die jüngeren Mädels, jetzt auch Fußball zu spielen? Ich denke schon, dass das ein Faktor ist, aber ich glaube auch, dass gerade solche Angebote wie der Tag des Mädchenfußballs die Jugend gerade anspricht. Also jetzt der Kirchheimer SC hat jetzt eine gute Arbeit an den Schulen geleistet. Die haben die Werbung an den Schulen wirklich durchgeführt, haben auch da schon so eine kleine Trainingseinheit veranstaltet. Und ich glaube, dass dadurch die Mädels besser zum Fußball herangeführt werden, dass sie dadurch den Spaß an der Sportart erkennen und dadurch dann eher herangeführt werden als durch die Idole. Ist sicher auch ein Sport, das ist ja bei den Damen oder bei den Frauen, weißt du, hier immer Frage Verletzungsgefahr und so weiter. Aber offensichtlich sehen die Mädels das nicht so eng. Nö, die Mädels sehen das nicht so eng. Es geht einfach um die Haupttatsache, dass Frauen anderen Fußball spielen, der richtig schön anzuschauen ist. Gut, dann starten wir jetzt doch nochmal einen Aufruf vom Bayerischen Fußballverband für die Mädels, dass sie jetzt aktiv jetzt in die Vereine gehen. Richtig, also ich würde mich freuen, wenn auch zu den anderen Tag des Mädchenfußballstagen viele Mädels kommen, die sich einfach mal am Fußball ausprobieren wollen, ganz ohne Verpflichtungen, sich einfach ausprobieren und dann starten wir eine gute Fußballsaison. In Altersgruppen eingeteilt konnten die Mädchen an 10 verschiedenen Stationen ihr Talent zeigen und testen, ob Fußball der richtige Sport für sie ist. Das Torschusstraining machte den Mädels wohl am meisten Spaß. Und wie man hier sieht, mit großem Erfolg. Beweglichkeit, Dribbeln und dann zum Abschluss kommen waren auf diesem Parcours gefragt. Auch die Allerjüngsten zeigten hier schon ihre Begabung. An jeder Station gab es Punkte für die Preise hinterher. Und die Auswertung wurde auch sehr genau genommen. Jetzt haben wir da die Lena, die heute beim Training, beim Schnuppertraining dabei war. Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Und glaubst du, dass du Fußballerin wirst hier? Ja. Möchtest du aktiv da in der Mannschaft mitspielen? Ja. Hat es richtig Spaß gemacht? Ja. Gefällt dir jetzt der Mädchenfußball nur oder auch der Herrenfußball? Mädchen. Der Mädchenfußball gefällt dir besser. Wie alt bist du denn? 8. 8, ja, dann ist es gerade das richtige Alter zum Einsteigen, oder? Ja. Also du wirst demnächst wieder, wenn wir dich wieder hier auf dem Rasen sehen? Ja. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Jetzt bekam jeder seine Auswertung und auch jeder bekam einen Preis und ein Geschenk mit nach Hause. Die Anna, die hatte 169 Punkte. 2 Punkte wie die Pia. Okay? So, nochmal ein Applaus für die 2000. Jetzt gab es noch eine Verlosung für alle. Als ersten Preis ein Originaltrikot der Frauenmannschaft des FC Bayern München. Aktion, Mädchen-Aktionstag beim KSC hinter uns. Wie zufrieden bist du mit den Teilnehmern heute? Ja, sehr zufrieden. Es haben aber im Vorfeld an die 450 Kirchheimer Mädchen in den Schulen schon besucht, haben Schnuppertraining gemacht. Ich habe mit relativ vielen gerechnet. Mit 30, 27 sind es geworden.
und somit bin ich sehr zufrieden mit den Teilnehmern. Steffi, wie lange spielst du schon? Ich spiele jetzt schon seit 10 Jahren Fußball. Und was hat dich zum Fußball, zum Frauen-Mädchen-Fußball gebracht? Also ich habe erst Leichtathletik gemacht und das hat mir halt keinen Spaß gemacht, weil man immer alleine ist. Und ich wollte halt einen Teamsport machen und meine Eltern waren da auch sehr dahinter, dass ich halt Sport mache, weil ich ziemlich gern esse. Und deswegen, danke, ja, bin ich irgendwie beim Fußball gelandet, habe das mal ausprobiert und dann hat es mir sehr gut gefallen. Da fragen wir die nächste Steffi gleich, wie lange bist du schon dabei? Ich bin auch schon 11 Jahre jetzt dabei und ich spiele wegen meinem Vater, also die Familie, halt bin ich groß geworden mit Fußball und seitdem habe ich erst bei den Jungs gespielt und dann zur Mädchenmannschaft. Du bist also durch die Familie zum Fußball gekommen. Ja. Und was animiert dich so richtig? Also keine Angst vor Verletzungen? Naja, also hauptsächlich, um mich halt fit zu halten und der Spaß ist auch sehr groß. Dann fragen wir jetzt einen Trainer, Florian. Florian, ist es jetzt leichter, ein Mädchen- oder eine Herrenmannschaft zu trainieren? Also ich denke, es ist doch schwieriger, eine Mädchenmannschaft zu trainieren, nicht wegen den Mädels an sich, sondern allein aus der Tatsache, weil viele Mädels oder Frauen erst später anfangen mit Fußball und nicht schon in der F-Jugend, wie viele Jungs. Legst du jetzt bei den Mädchen mehr auf Technik Wert und nicht so auf diesen, sagen wir, kampfbetonten Fußball? Also von meiner Seite, ich muss sagen, ich bin ein Freund der Athletik. Von dem her ist das in meinen Augen auch ein wichtiger Faktor, der auch dazu spielt, aber auch eben sehr viel einfach mit dem Ball, um eben die Technik beim Fußball reinzubekommen. Ich kombiniere das halt einfach, ja. Und ist man jetzt als Trainer bei den Mädchen auch öfter mal Seelentröster? Ja, das kommt schon mal vor. Ich denke, das ist ganz klar. Insbesondere, wenn man jetzt als männlicher Trainer dann auch bei einem Mädelsteam dabei ist, dann ist es, denke ich, schon auch extrem wichtig, dass man da auch aktiv ist. Gut. Janine, wie lange bist du schon dabei? Ich bin jetzt schon ungefähr 8 Jahre beim Fußball. Ich habe damals in der Schulmannschaft angefangen, bei mir. Also da war ich noch auf der Realschule und da stand an unserer Turnhalle Mädchenfußball, also ein Angebot für Mädchenfußball und dann haben wir halt spontan gesagt, ja, machen wir mal mit, weil in meiner Familie ist es halt nicht so, dass die Fußball begeistert sind oder so und so bin ich halt zu dem Sport gekommen. Die Mannschaftsführerin von Madeli, wie ist denn so die Truppe? Bist du zufrieden damit? Ja, sehr, sonst wäre ich nicht mehr hier. Nein, ich finde die Mischung klasse, also altersmäßig. Sie lassen mich mitspielen noch, ich bin ja mit einer der Ältesten. Das gefällt mir wahnsinnig gut und ja, dass wir mehr werden, gefällt mir natürlich noch besser. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Wie ist denn das mit den nicht nur Fußball-Events bei den Mädels? Ich glaube, die können mit Sicherheit genauso feiern, oder? Ich denke schon. Ja, aber ich bin familienbedingt manchmal nicht dabei. Von daher kann ich nicht so mitreden. Aber ich spiele auch nicht dagegen. Du lässt sie schon einmal ein bisschen laufen. Natürlich, es gehört ja auch dazu. Was dreht da als nächstes für höhere Weihen an? Ihr habt ja heuer, glaube ich, Klassenerhalt. Guten Erfolg gefeiert mit dem Aufstieg. Ja. Wie realistisch ist der Klassenerhalt? Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Also bis wir aufsteigen können, meine ich jetzt, der Klassenerhalt sollte schon drin sein. Sollte drin sein. Das ist dann wieder ein neuer Punkt hier im KSC, der, wie heißt es, Verein für alle Möglichkeiten, sich nochmal erneuert. Und vielen Dank fürs Gespräch und viel Spaß für euch beim Fußball gemacht. Dankeschön. Die Jungs von der A-Jugend kommen, die heute um den Aufstieg gespielt haben. Und was sagen jetzt die Mädels dazu? Herzlichen Glückwunsch! Jetzt wollen wir die Gummibären hören. Mädels, kommt zum Frauenfußball, wir freuen uns auf euch!